Gut, aber jetzt mal das beiseite. Bandit 3, was passiert da denn? Ja, ich nehme erstmal die Karte in der Gegend, dann gehe ich mit den Fürchten mit einer der Pferdeboxen mitnehmen, um mal ein bisschen Ungestörtheit genießt und dann mal gucken, ob ich ihn wach kriege. Du stehst neben meinem Pony. Ich würde eine leere Box nehmen. Okay. Weil der Box, wo du bist, ist ein Pony. Was soll ich machen? Ich war erst in der Box da drunter und bin dann hochgegangen mit meinem Charakter. Okay, ich konnte den Banditen bewegen. Durch die Wand durch. Ja. Gut, ja, du hast den Banditen bei dir. Wie willst du ihn denn wach kriegen? Ich schütte es mal mit bisschen mit der Handrückseite auf die Wangen und wenn das nicht hilft, dann ja. Wach. Na, Kleiner, schon wach? Das hilft nicht. Dann versuche ich es danach mit Wasser. Großer Schluck aus dem Wasserschlauch in die Sicht. Wie weit stehst du von ihm weg? Nicht allzu weit. Okay, dann bekommst du Kotze gemischt mit Blut ab. Und so wie ich das verstanden habe, wird das gleich noch ein bisschen mehr. Waterboarding. Naja, guck ich jetzt mal, ob er sich danach wieder beruhigt oder bevor sich hin stirbt. Er stirbt vor sich hin. Dann ruhig mal Alex. Was gibt's denn? Ja, ist noch nicht ganz fit. Kannst du noch mal was tun? Da hab ich doch gerade das verarztet. Was hast du mit ihm angestellt? Aufgeweckt. Aufgeweckt, so. Ja. Benutzt deine Restformel im Wasserschlauch, um mich ein bisschen zu säubern. Channel ich mal ein bisschen. Ja, gut. Das war nicht so effektiv, er hustet immer noch Blut. Ja, jetzt geht's ihm wieder besser. Disabled heißt doch behindert, oder nicht? Ja, und er kann doch trotzdem behindert sein. Eigentlich ist disabled. Disabled heißt, er ist genau auf Null. Er ist erstmal technisch gesehen kampfunfähig. Okay. Ach, war doch so schlimm, okay. Ich dachte, er wäre schon wieder ein bisschen fitter. Er war immer noch auf Dying. Er war halt nur stable. Ah, okay. So richtig fit sieht er immer noch nicht aus. Oh, zumindest ansprechbar. Er kotzt kein Blut mehr. Stabil oder nicht? Ja, ja. Verstaut oder vernascht? Ist er angekettet oder so? Nein, der sitzt da ganz normal, liegt da ganz normal oder halb sitzt am Rücken. Sollten wir das nicht vielleicht tun? Wenn der rumkackt, treten wir ihm einfach einmal ins Gesicht, dann geht das wieder. Ja, und dann missen wir alle und er rennt weg. Nice. Ich kann nicht missen. Ich kann nicht missen. Sterbend. Nein, er ist disabled. Der ist behindert. Also, wenn Svetlana irgendwo in meiner Nähe ist, würde ich sie fragen, ob ich noch mal eins vom etwas Bier kriegen kann. Sie bringt dir ein Fass und einen Krug. Dann trinke ich jetzt gemütlich Bier. Ich glaube, das kann auch ein Stück dauern. Das mit dem Trinken, oder? Die Leichenszene ist übrigens bei der Abfallgrube, ne? Oder? Du hast ein semi-freier Handdex. Solltest mir aber vorher vielleicht den Namen sagen, nicht, dass der irgendwie tatsächlich irgendwo da ist. Deswegen frage ich. Prinzipiell hast du erstmal freie Hand. Ich melde mich. Wenn... Du bist so hinter dem Rücken der anderen Spieler spielen mit dem GM. Ja, ich frage ja. Hintergrundinformationen ab. Das war halt Background Story.
Ja, dann... Ja, wenn ich dann seine Aufmerksamkeit habe, beginne ich erstmal ganz langsam mein Kopftuch abzunehmen. Er wird panisch. Ah, ich sehe... Ist er schon wieder wach, oder was? Geht weg, Monster! Geht weg! Aufgewacht. Geht weg, Monster! Geht weg! Nein! Bitte! Als ich die Geräusche von drinnen höre, heb ich meine Brauen ein bisschen an. Ich würde zu Ding blicken. Bitte esst nicht meine Hoden! Zu Severa blicken. Ich habe sowas auf den Kopf gekriegt zu haben. Lass den machen. Hat schon mal. Ich hab einen Schluck, frag ich Kron und heb meinen Krug dabei an. Ihr wollt nicht wissen, was passiert, wenn ich betrunken bin. Lassen wir das. Doch, ich schon. Hast du schon mal von Blaine Knochenbrecher gehört? Ich kenne einen Hurensohn mit dem Namen nicht. Nicht? Oh. Nun, der gute Blaine hat jetzt Anspruch hier auf das Gebiet erhoben. Ich kenne ihn nicht. Wer soll dieser Hurensohn sein? Tja. Ja, ein Räuberschiff wie euer Hirschkönig mit seinem dämlichen Namen. Eure Leute sind ja nicht mehr willkommen. Du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Option 1 ist, erzählst mir jetzt alles, was du über deine Leute weißt. Danach kannst du gehen und übermittelst deinen Anführern die Grüße von Blaine. Oder du bist unkooperativ. Ja. Und irgendwann wirst du uns erzählen, was du weißt, wenn der Schmerz groß genug wird. Mach mal. Ja, mach weiter. Ja, du hast genug Geschichten gehört. Du kannst dir sicher sein, ich weiß, wie ich die Informationen bekomme. Mach mal ein Intimidate erleichtert um 5, also plus 5. Soll ich mich ans Klavier setzen und dabei die Pate-Musik spielen? Warte. Ja, ich habe etwas für diesen Moment. Ich habe etwas vorbereitet. Holy fuck, Rowdy. Wolltest du jetzt? Da. Das rein. Ich glaube, Jan hat Internetprobleme. Glaube ich auch. Das habe ich vor. So. Nein, ich sag's euch. Ah, bitte nicht weiter. Bitte nicht. Dann zeig mir mal, wo wir den Rest von euren Leuten. Was denn für eine. Okay, ich sag's. Da. Und er zeigt. Dahin. Da ist unser Außenposten. Wo die Festung ist, weiß ich nicht. Ich schwöre es. Bitte nicht. Bitte tötet mich. Hat der eigentlich noch meinen Bolzen? Ja, hat er. Er steckt ihn so in der Schulter. Er lehnt auch mit dem Bolzen gerade an der Wand an. Und nachschieben. Es drückt ihn quasi ein bisschen weiter rein. Wie viele Leute sind da? Wie heißt eure Anführerin oder Anführer an dem Ort? Wie viele Leute? Was können die? Ah, wie viele Leute? Das ist unterschiedlich. Sind die alle da? Wie viele sind es insgesamt, wenn alle da wären? Muss ich spicken? Kann ich zählen. Jetzt dumme Scheiße. Also nachdem ich übrigens so 1-2 Krüge geleert habe, stehe ich mal auf und schlender mal auch in den Stall, um zu gucken, was da so los ist übrigens. Zeig mir, ich gehe auch mal in die Richtung. Ich brauche ja noch meinen Bolzen. Als ich über die Palisaden sehe und man sieht ja jetzt dein Gesicht, ne? Mhm. Ja. Tue ich vielleicht ein bisschen scharf die Luft einziehen. Nein, ich definitiv scharf Luft ein. Eventuell 8 und die Anführerin, sie heißt Kresse. Bitte, tötet mich jetzt. Nein,
Warum? Ich würde einen der Krüge mit Bier füllen, zu der werten Kriegerin gehen und ihr Ding schon mal hinhalten. Ist schwer zu verdauen. Ich nehme ihn einfach und gebe ihn in einem Zug runter. Ja, also. Gut. Die Karte zeigt nur wirklich nur hier diese Region an, ne? Ja. Nichts größer weit, größer weit hier ist. Nein, nein. Nur die Raublande. Beziehungsweise der grüne Gürtel. Dex? Könnt ihr ihn nach. Er wird es wahrscheinlich hier auskennen. Fragt ihn doch bitte nach weiteren Punkten unseres Interesses. Vielleicht auch diversen Grüften. Ja, was weiß denn noch so über die Gegend, die hier abgebildet ist? Nicht viel. Wir sind ja hier nur unterwegs, aber ich weiß, dass hier irgendwo. Sekunde. Ich mach's ein bisschen kleiner. Hier irgendwo sind wohl gute Jagdgründe. Da sind sehr viele Fallen. Darf ich hinterfragen, ihr seid schon mehrere Monate hier und ihr seid schon nur so ein bisschen unterwegs? Hallo, hier gibt's immer was zu holen. Warum soll ich hier woanders sein? Wir haben von einem Koboldstamm gehört, um Unfug macht. Wisst ihr was darüber? Davon weiß ich nichts, ich schwöre. Bei den Beinen, seiner Göttin. Kalt und scharf. Bitte, tötet mich. Nein. Ich will sterben. Habt ihr denn da Spaß? Meint ihr nicht, wir haben jetzt einen schönen neuen Reisegefährten mit euch, damit wir auch wirklich wissen, ob das, was ihr sagt, stimmt? Ich will ihn opfern. Ich würde gerne hingehen und meinen Bolzen holen. Ich versuche, wenn Reinhard mir durchläuft, ihm an der Schulter festzuhalten. Dex, du bist der am nächsten dran ist, ne? Mach mal einen Wahrnehmungswurf. Ach, bisschen abgelenkt. Okay, dann kriegst du es nicht mit. Dann darfst du jetzt nochmal einen Reflexrettungswurf machen. Wer ist du? Ja, Dex. Okay, dann schaffst du es nicht. Du kriegst mit, wie er halt aus seinem Stiefel noch eine Klinge zieht und sich gerade den Hals durchschneidet. Das passiert in einer ziemlich schnellen Bewegung. Bevor ich da angekommen bin? No, du kommst da gerade an, du siehst das gerade. Ich schaue Dex ungläubig an, ich schaue die Leiche an. Gut, dann was denn? Ich sag ja, wir hätten ihn anketten sollen. Müsste ich mir jetzt nicht selber die Hände schmutzig machen. Ja, aber ist mein Bolzen. Der blutet voll. Alter, der steckt in ihm drin, der hat eh voll geblutet. Ich schüttel mit dem Kopf und zieh meinen Bolzen da jetzt raus. Und gehe dann fluchend. Der ganze scheiß Bolzen dreckig, na toll. Unser Gnome ist Autist, super. Der will nur seine Sachen wieder haben. So, Jan, du bist, Alex, du bist gemutet, was machst du? Oh, du kriegst das ja mit. Jan? Du bist gemutet? Mein Kopf, ich bin gerade schockiert von dem Szenario. Man gewöhnt sich dran. Ich schüttel nur den Kopf, dreh mich wieder um, geh raus und füll mir noch den Kopf ein. Wer trägt sie dann ins Bett, wenn sie voll ist? Es ist morgens.
Die Sonne geht gerade auf und sie kippt sich so ein hinter die Binde. Wir hatten heute eigentlich noch was vor, aber okay. Morgens 5:30 in Deutschland. Hey, ich brauch noch was. Vor Aldi. Wir sind gar nicht in Deutschland. Wir sind dann auf Onyx Handelsposten. Wir brauchen welche auch 9:30. Übrigens, Oleg kommt jetzt reingestürmt. Mir fällt gerade ein, was ist eigentlich, wenn die restlichen Banditen davon Wind bekommen? Nun, wir müssen sie vorher finden, bevor sie mitkriegen. Oder wir warten einfach, bis sie hier auftauchen. Wie lange wollt ihr warten? Also, ich hab Bier und Die Frage ist aber die, wenn sie spitz kriegen, dass Leute fehlen, dann kommen sie mit einer größeren Gruppe. Und sie werden auf der Hut sein. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Schneller sein. Eben. Deshalb müssen wir schneller bei ihnen sein, würde ich fast behaupten. Präventivschläge. Das ist der Weg der Tengu. This is the way. Ich habe keinen Helm auf. Sean, vielleicht ist es dir nicht bewusst, aber that's die ist the eh way. Schon aha, wieder aha, like it. Will hier einfach nur saufen. Naja. Ich glaube, wir müssen fast mitnehmen, kann das? So ein Wagen hinter ihr her mit so einem Schlauch. So. Der Malle. Ja. Ja, vor allem bei ihrer Statur, dass sie so viel verträgt. Tut sie nicht. Sie scheint eine Stärke von mindestens 4 zu haben, also. Das ist ein. So ein starkes Mädel. Ja. Ich nehme an, die Klamotten, die er trägt, haben wir eigentlich schon verkauft, oder? Ja. Halt außer halt seine normale Unterkleidung und ein Dolch. Naja, die. Der Dolch ist aber wirklich altrostig. Ja. Gut, dann überlasse ich das dem Hausherrn, der hat sich um die anderen Leichen ja auch gekümmert. Und ich gehe mich erstmal so richtig säubern und leg meinen Turban, also meinen Gesichtsschutz wieder an. Mhm. Ja, ich würde mich, nachdem ich mein nächstes Bier runtergekippt habe, würde ich mich auch mal erstmal meiner mich waschen und meiner Rüstung erstmal für eine Weile entledigen und normale Wanderkleidung anziehen. Mhm. Ja, ich tag den übrigens mal als tot. Als tot? Banditen, ja. So. Gut, was wollt ihr denn sonst noch machen? Sagt, Fräulein Kia, ihr habt das Medaillon aufgehoben. Habe ich das recht gesehen? Ah. Ja, genau. Ich nahm an, dass das vielleicht so ein Zierschein ist durch die Wälder. Da darf ich mir das mal angucken. Ja. Ich nehme es nicht weg. Ich bin ein Rabe, aber ich werde es nicht wegnehmen. Ich gebe es euch wieder. Versprochen. Ja. Ich würde mir das, Klappe genommen. Ich würde mir das, Amulett mal angucken. Ist da irgendwas Besonderes dran? Entdecke ich mit. Wo ist es? Detect Magic! Irgendwelche Magie? Nein. Okay. Aber das war schön. I've got you covered. Na, schauen wir, wie lange ich das habe. Conny. Ja, ich mache ihn gerne, gebe ich noch die Karte dahin zurück, wenn wir mich so bekommen haben. Ich gebe auch das Amulett wieder zurück.